Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Gameplay von Titan Quest Anniversary Version. Wir gehen den den Tower besiegen, genau. Und ich habe hier einen Charakter gemacht. Eine Bogenschützin, eine Jagderde. Schützin, momentan erst Jagd, aber später dann natürlich als Zweitklasse auch Erde. Und ja, es ist ein bisschen laggy, ist live gerade nicht so gut. Ist ein bisschen schade, dass sie das nicht auf Windows 10 anpassen konnten. Richtig. Aber es ist nur beim schnellen Laufen. Ich bin ein bisschen schneller als sonst. Aber ich sehe das, ich habe einen sehr guten Bogen. Kann euch kurz mal die Ausrüstung zeigen. Hier habe ich mal das reingemacht. Hier habe ich eine Essenz von Artemis Bogensinn reingemacht. Eine Wildschweinhaut. Schon recht gut ausgerüstet. Leider kann ich meinen Helm nicht mehr tragen. Darum habe ich ihn in der Kiste gelassen. Und werde den echt besten Helm einfach tragen. So. Dann noch kurz die Skillung, natürlich auf Schützenkönig und Holzlehre. Die anderen habe ich einfach mal geskillt, die ich gebrauchen könnte. Dann habe ich ein bisschen Heilung. So. Man sollte vielleicht kein Video hochladen nebenbei. Keine Ahnung, wieso es sich das jetzt so laggy anfühlt. Könnte auch ein Fraps sein. Müsste echt mal wechseln, aber... Ja, da alles wieder umzustellen, der Soundframe einzustellen, das ist mit mir ein bisschen zu nervig. So, hier haben wir den Centauren. Ihr seht es, ich bin recht stark. Die machen gar nichts da hinten. So, schon besiegt. Noch mehr kannst du nicht tragen. Du hast keinen Platz mehr. Ja, da muss ich kurz noch zurückgehen. Können wir noch die Kisten plündern. So. Ja, das ist aber, wenn man einen super PC hat, dann laufen die alten Spiele nicht mehr so gut. Aber da muss man verkraften. Ich bin ziemlich ja, zum Beispiel hier in der Stadt ruckelt es ein bisschen mehr. Wer weiß, mit Intelligenz. Das brauche ich nicht. Ja, hier eines meiner ersten blauen Items. Elite-Items, glaube ich, oder so. Auf Wiedersehen. Da gehen wir wieder zurück. So. Ja, ist ein toller Bild. Einer, der viel Damage macht, viel Defensive hat. Und auch sehr schön aussieht. Also, ich werde ihn dann später sicher nochmals zeigen. Wenn er gut läuft, sogar mehrmals, in mehreren Videos. Und ja. Sehr gut spielbar. Ob es gute Items gibt für diesen Bild? Ja, es gibt ein Set dafür, aber nicht für Feuerschaden. Das werde ich auch herausfinden, wenn ich den spiele. Gut. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich will euch noch ein bisschen zeigen. Diesen Part. Gehen wir noch in diese Höhle, die da oben ist. Ja,
Ja, YouTube frisst mal wieder alles an Leistung. So. War alles in One Hit hier. Also ohne Aufnahme und auch ohne Hochladen oder Bearbeiten der Videos geht Titan Quest eigentlich recht flüssig. So wie hier drinnen jetzt, ist es auch recht flüssig. So, hier drüben haben wir noch ein paar Gegner. Ist noch eine verzierte Truhe, gut. Ein Gefechtspunkt der Erkenntnis. Aber der ist schwächer, 100%. Was haben wir hier? Intelligenz. Nein, danke. Macht auch viel weniger Schaden. Ja, jetzt haben wir wenigstens einen Helm wieder. Gut. Dann gehen wir wieder raus, schauen nochmals, denn der Elite da ist, das Heldenmonster. Hier kann er nämlich auch sein. Ich glaube ein Vogel. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Schon lange her, aber hier habe ich früher immer gesucht. Nee, ist nix. Ja, können wir noch ein bisschen länger das Video machen. So, hier haben wir einen Brunnen der Wiederbelebung. Ein Checkpoint. Recht wenig los hier. Aber hier kommen Banditenlager. Eins im Tower, ja, Satyrenlager. Ich spiele jetzt recht oft, das ist jetzt mein dritter Charakter, den ich so ein bisschen angeschaut habe. Und, ja, also dass die Drop-Chance extrem gering ist, noch. Ich habe halt noch nicht so starke Gegner aus den Zentauren besiegt. Die haben gar nichts geworfen, nicht mal das Anständige, ist nur eine Keule, eine fette. Und sonst nichts, also. Sie hätten das, was Titan Quest halt ein bisschen noch schlecht macht, verbessern sollen und nicht nur irgendwie ein bisschen überarbeiten. Es ist halt nur eine Überarbeitung mit ein paar Fixes, ein paar Balancing-Sachen und ja, höhere Auflösung und so, aber mehr auch nicht. Ist ein bisschen schade geworden, also recht schade finde ich. Hätten viel mehr draus machen können. Ist ja der 10. Geburtstag, also bitte. Naja. Momentan ist der Bild noch recht öde. Aber er ist dann der stärkste schon von Anfang an. Finde ich gut. Man braucht halt einen guten Bogen. Aber das ist nicht schwer. Ein paar Mal Ranz machen, Artemis Bogenzähne drauf und fertig ist der Bogen. Der schon am Anfang alles vernichten kann. Gut. Hier drin? Nichts. Okay. Oh,
das ist jetzt hier. Ja, da möchte ich jetzt nicht so viel machen. Oh, da leckt's auch. Okay. Dann beende ich hier den Part, weil zu viele Einheiten und so überfordern das Spiel auf dem Betriebssystem. Ja. Es ist halt einfach nicht optimiert, aber ja. Kann man nichts machen. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Dann zeige ich sie ein bisschen weiter. Tschüss.